So, es geht los mit dem Workout. Wir sind beim ersten Tag. Das ist der Unterkörper und die Bauchmuskulatur. Im Plan heißt das Lower Body and Core. Erste Übung heißt für euch Beine, Po und Rumpfmuskulatur. Wir sind bei Zirkel A und fangen jetzt mit der ersten Übung an. Das sind die Squats, also die Kniebeugen mit Kurzhanteln, also mit ein bisschen Zusatzlast. Ich fange mit der Seitenansicht an, damit ihr seht, wie stehen die Gelenke im Raum. Macht euch richtig groß, Brust raus, Schulter nach hinten. Die Füße sind etwas mehr als schulterbreit und minimal außen rotiert. Und jetzt geht's mit dem Po nach hinten unten, als würdet ihr euch hinsetzen wollen. Hier geht's hin. Gewicht auf die Ferse, ab nach oben. Seht zu, dass ihr so bis 90 Grad ins Knie kommt. Ausatmen, immer nach oben. 15 Wiederholungen. Rücken gerade, Po nach hinten unten. Die Knie ragen nie über die Fußspitzen hinaus. Am besten guckt ihr nach vorne unten. So ist der Kopf in Verbindung der Wirbelsäule. Das nicht, sondern seht zu, dass das immer im System bleibt, das Kinn. 15 Stück. 7. Luft raus nach oben. 15. Das war die erste Übung, Squats mit Kurzhantel. Zweite Übung vom Circle A des ersten Tages ist der Beinbeuger mit dem Patsy-Ball. Hier erkläre ich jetzt ganz kurz ein bisschen, ist mir nämlich besonders wichtig. Wir arbeiten viel gegen die Schwerkraft ohne Gewicht. Das heißt, wir machen viele Squats und viele Ausfallschritte. Das heißt, dabei haben wir häufig den Beinstrecker unter Belastung und den Po. Was uns fehlt, ist der Beinbeuger. Den müssen wir unbedingt mitmachen, damit das Becken nicht nach vorne kippt. Wenn ihr hier zu viel Tonus drauf kriegt, zieht euer Becken nach vorne und dann gibt es immer eine Kompression im unteren Rücken. Ich denke, dass es eh den einen oder anderen gibt, der manchmal Probleme im unteren Rücken hat. Deshalb ist es ganz wichtig, die Rückseite, den Beinbeuger mitzumachen. Machen wir wie folgt. Zweite Übung. Erster Tag, Zirkel A. Ist der Beinbeuger auf dem Perziball. Ihr geht in Rückenlage. Die Unterschenkel kommen auf den Ball. Jetzt bringt ihr die Hüfte über AZ, heißt Arschbacken zusammen, nach oben. AZ bringt die Hüfte in die Extension. Hände neben die Hüfte und jetzt wird der Ball über die Fersen zum Po angezogen. Dabei versuchen die Hüfte nach hinten oben zu strecken. 12 Wiederholungen. Vorsichtig in die Streckung, nicht reinfallen, zum Po. Ich mache einmal vor, wie es nicht sein soll. Nicht reinfallen, sondern schön festbleiben im Po. Hier bleibt ihr. Hände schön als Widerlager auf dem Boden. Und jetzt wird der Ball über die Fersen zum Po angehockt, die Hüfte geht nach oben. Beinbeuger. Vorsichtig strecken. 12 Mal. 4. Immer ausatmen bei Belastung. 9. 10. 11. 12. Zweite Übung. Beinbeuger mit Patsy-Ball. Wir kommen zur dritten Übung von Circle A des ersten Tages. Das ist der Ausfallschritt nach hinten mit Oberkörperrotation, mit dem Medizinball. Hier geht schon richtig ins Eingemachte. Auch hier nochmal. Übung macht den Meister. Es kann sein, dass es am Anfang mal wackelt, weil die Tiefenmuskulatur nicht da ist und auch das Gleichgewicht noch nicht. Also einfach weiter üben. Ausgangsposition ist der Schlussstand. Schlussstand heißt immer Füße zusammen. Ball ist vor der Hüfte. Es kommt ein Ausfallschritt nach hinten und der Ball geht auf Schulterhöhe. Wenn ihr stabil steht, wird der Ball auf Schulterhöhe zu der Seite rotiert, wo das Bein vorne stehen bleibt. Und zurück. Gewicht auf die Ferse. 90 Grad ins Knie. Brust nach oben. Stellt euch vor, ihr habt einen Faden am Brustbein, der euch zur Decke zieht. Groß machen. Rotation, Blick folgt. Zurück. Zurück. Beinwechsel. Davon macht ihr 12 Wiederholungen. Der Ball bleibt immer auf Schulterhöhe. Schön tief ab. Blick folgt dem Ball. Ja, ihr seht schon, es haut mich auch raus. Braucht viel Tiefenmuskulatur. Dritte Übung. Wir kommen zur vierten und letzten Übung vom Circle A des ersten Tages. Das ist der Sumo Squat mit der Kettlebell. Sumo Squat heißt einfach, dass ihr im Gegensatz zu der normalen Kniebeuge deutlich weiter steht, also deutlich mehr als schulterbreit, die Füße deutlich außen rotiert, wie die Sumo-Ringer im Ring. Ja. Kettlebell im gestreckten Arm vor dem Körper
Und jetzt geht der Po so weit nach unten, also macht so eine tiefe Kniebeuge, bis die Kettlebell den Boden berührt. Ganz wichtig, die Knie werden über die Abduktoren nach außen gedreht, sodass das Knie über dem Sprunggelenk stehen bleibt. Auch hier wieder Blick nach vorne unten und ganz nach oben. So soll es nicht aussehen. Ich übertreibe das immer gerne, damit ihr seht, was ich meine. Sieht nicht tatsächlich so aus. Seht zu, dass ihr die Knie nach außen bringt, dass es über dem Sprunggelenk stehen bleibt. Arme lang, Brust raus. So weit nach unten arbeiten, bis die Kettlebell auf den Boden geht. Einmal in Seitenansicht. Unterer Rücken schön fest, Oberkörper möglichst gerade. Po nach hinten raus. Ganz strecken, mit der Ausatmung nach oben. 10 Wiederholungen. Rücken schön gerade, Knie raus, 8, Ausatmung nach oben, 9, 10. So, das war der erste Tag, Zirkel A.